Ja, unser Hund ist tot. Nein. War er schon im letzten Part tot? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe ihn gerade erst vor 10 Sekunden aufgenommen. Also ich habe diesen Part, also ich nehme diesen Part gleich im Anschluss an einen anderen Part auf. War der Hund schon vorher tot? Ach, egal, diese Töle brauche ich keine. Ist das Moronius? Du scheinst tatsächlich schon viel erlebt zu haben. Ich bin Moronius, der Alchemist. Hector war mein Studienkollege. Der neue Herrscher von Alelachema hat keinen Respekt vor den Schätzen dieser Welt. Deswegen haben wir Schutzgräben vor der Pyramide und dem Tempel errichtet. Mit der Zauberbrückenformel kannst du diese Gräben überqueren. Obwohl, Telekinese braucht man später noch. Spoiler! Aber Heilaura ist sowas von blöd. Wir zählen auf dich. Möchtest du Zutaten kaufen? Oh ja, man kann Wurzeln kaufen. Oh ja. Mein Bruder ist auch Alchemist. Er versteckt sie im Kolosia-Tempel. Untersuche jede Mauer und du wirst ihn sicher finden. Untersuche jede Mauer! Wir können die Zauberbrücke 13 Mal benutzen. Das reicht auf jeden Fall, um sämtliche Brücken zu machen. Hallo Junge, du siehst müde aus. Möchtest du für 20 Juwelen übernachten? Du hast es nötig. Ich hab's nötig zu übernachten? Wer ist sie? Dagmar Degari? Ja, du brauchst Schlaf. Du hast es wirklich dringend nötig. Ja. Schön geträumt. Möchtest du speichern? Auf Wiedersehen. Boah. Mann, bin ich müde. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden. 5 Uhr. Was ist das für ein Live? Okay, jetzt gehen wir wo gehen wir zuerst hin? Die Pyramide oder den Kolosser-Tempel? Der Kolosser-Tempel ist schlimmer, also gehen wir zuerst dahin. Außerdem kann man sich davor gut aufleveln. Ja, kann man. So. Theoretisch müsste man jetzt hier die Zauberbrücke einsetzen, aber man kann eigentlich schon so rübergehen, wenn man die Brücke, weil die Brücke ist eigentlich schon da. Die Formel hier macht sie lediglich sichtbar. Also das ist die übelste Fake-Formel. Guckt's euch an. Diese Formel ist fake. Genau wie mein Kanal. Stirb. War das hier, wo man sich gut aufleveln kann? Hier kommen so viele Magier, aber die geben, glaube ich, nicht viel EP, oder? Noch 520 EP brauche ich. Noch 500, die geben 20 EP. What the fuck? Hä, ich dachte, man kann sich hier gut aufleveln. Ich meine, die sterben recht schnell, aber 20 EP. Leute. Einzige, was sich hier aufleveln lässt, ist die scheiß Waffe. Obwohl auch nicht wirklich stark. Immer nur ein Punkt pro Gegner. Ich müsste 100 Magier besiegen. Nö. Irgendwie nicht. Seht ihr das? Ach, egal. Wir können uns auch im Tempel selber aufleveln, auch wenn der Endboss ziemlich hart ist, aber gehen wir rein. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier machen muss. Leute, das wird ein Erlebnis. Ich habe diesen Dungeon immer verdrängt, weil ich ihn hasse. Ich hasse ihn wirklich. Ich finde ihn so ätzend. Der Endboss ist so furchtbar. Das ist wie ein Labyrinth, dieser scheiß Tunnel. Und wenn man in diesem Tempel für zu lange Zeit drin ist, dann dröhnt einem die Musik so in den Ohren, dass man stirbt. Also man kann sagen, ich mag diesen Tempel nicht. Hier kann man mit der Zauberbrücke lang.
Ich zeig's euch. Meine Güte, diese hohen Töne, was sind das denn für Instrumente? Ab hier geht die Musik eigentlich. Ach du Scheiße. Habe ich da eine Tür gehört? Eine Tür? Meine Güte, ist diese Musik furchtbar. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Ich will hier raus. Ich merk's schon, dieser Tempel wird meine Psyche zerstören. Und ich bin runtergefallen, weil der Scheiß, was auch immer das ist, mich runtergeschubst hat. Fast hätten die Stacheln uns zermalmt. Glück gehabt. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass uns die Stacheln zermalmt hätten. Vor allem, warum sollten einen den Stacheln zermalmen? Normalerweise wird man von Stacheln doch... Kann ich hier wieder raus? Normalerweise wird man doch von Stacheln aufgestochen. Aufgespießt. Aufgespießt. Und nicht zermalmt. Zermalmt wird man von der Höllenfaust. Es stirbt nicht. Hat es immer noch Full HP? Was ist das denn für ein Fotz? Ja, jetzt verpiss dich schon. Aber ich glaube, dass diese Musik sich wechselt. Also, dass die Musik anders ist in anderen Kammern dieses... Hier kann man speichern. Was für ein schöner Ort, um zu speichern. So, wo gehen wir zuerst hin? Man muss in einer bestimmten Reihenfolge durch die Kammern. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach hier oben rein. Oh! Der Hund hat Level 2 erreicht im Angriff. Sehr gut. Jetzt schon. Das ist echt gut. Hier ist die Musik immer noch die gleiche. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Oder? Diese ganzen Ratten sind sowas von nervig. Oh, ein Schalter. Also man muss sagen, dass der Dungeon oder dass dieser Tempel schon sehr gut designt ist. Also vom Level-Design her ist das wirklich gut. Die Zauberbrücken, also dass man die Brücken machen muss, ist super und alles ist top, aber ach, ich weiß nicht. Die Gegner, die Musik, das Level, also die Texturen, das ist alles so grenzwertig. Meine Güte. Meine Güte. Warum ist hier eine Sackgasse? Was sind das aber für Viecher? Wie heißen die noch gleich? Ja. Satire. Diese Monster sind nur Satire, sie sind gar nicht echt. Oh, hi.
Wie der Hund einfach mal seinen Angriff immer behält, weil er immer abwehrt. Ach scheiße, ich wollte mich doch gar nicht heilen. Autsch. Komm. Hier liegen Schädel. Oh nein. Was war das? Ach, man muss in jeder Kammer, glaube ich, einen Schalter finden. Oder nicht? Das ist doch das Typ. Das typische. Wo war ich? Das typische Rollenspiel, Dungeon Design Ding. Oh. Ich glaube, ich würde lieber Nickelback hören als diese Musik, und ich mag Nickelback überhaupt nicht. Mann, was? Habe ich gerade... Oh nein. Die Brücke ist zeitgesteuert. Oh mein Gott, ist dieser Dungeon furchtbar. Vor allem, wenn wir jetzt dahin laufen, wenn wir jetzt den Schalter betätigen und gerade so am Rennen sind. Wir laufen, gucken nach links, gucken nach rechts, wir laufen. Und bevor kommt so ein blödes Schleimding und schlägt uns weg und wir verlieren Zeit. Ah, ich sag's euch. Das wird toll. Das wird richtig toll. Halt, wir sind schon falsch, glaube ich. Ah, lauf. Lauf doch. Ja. Oh, war gar nicht so schwer. Was gibt's hier? Gibt's hier einen Schatz? Oder ist das bloß der Rückweg? Ich glaube, es ist bloß der Rückweg. Ach man, Hund. Der Hund greift andauernd an und nimmt mir meinen Angriff weg. Was ist hier? Außer einem Tinnitus, den ich eh schon habe. Waffenlevel sagt 45 Punkte, okay. Okay, wir haben den Schalter in diesem Raum umgelegt. Und gehen jetzt in den nächsten Raum. Hat das irgendwas gebracht? Nein, das nicht. Okay. Gehen wir hier unten rein. Gibt es hier noch einen Raum? Nein. Ich dachte schon. Hallo? Ach, hier kann man noch gar nicht rein, stimmt. Die Räume werden nacheinander aufgeschlossen und der ist der nächste. Und die Musik wechselt sich. Ja. Was? Was? Endboss? Ich bin darauf nicht vorbereitet! Das wusste ich. Ich habe diesen Dungeon so verdrängt, Leute. Verzeiht's mir. Aber die Musik ist gut. Immerhin besser als dieses vom Tempel. Was? 40 Schaden oder was?
Gitarre ist echt gut. Oh. Ist das Ding schwach? Oh, sag bloß, das Spiel ist jetzt hier abgestürzt. Ich gehe kaputt. Aha. Aber ich speichere zum Glück jedes Mal, wenn wir kurz davor sind, den Raum zu wechseln. Weil ich genau weiß, dass sowas passieren kann. Jetzt können wir nochmal das gute Gitarrenriff hören. Diesen Soundeffekt habt ihr gerade das erste und einzige Mal überhaupt gehört. Diesen Soundeffekt hört man nie wieder in diesem Spiel. Nie wieder. Und das war ein Mini-Gegner, Mini-Boss. Ein Mini-Taurus? Minotaurus? Spiel stürzt ab. Und da ist diese Musik schon wieder. Gab der wenigstens viele Erfahrungspunkte? Ja, gut. Gehen wir jetzt hier rein oder wo gehen wir jetzt rein? Hier nicht, okay. Wo gehen wir jetzt rein? Schnell. Hier unten. Hier ist die andere Musik wieder. Zum Glück. Die ist besser. Die ist viel besser. Die ist sogar sehr schön. Die mag ich sogar sehr gerne. Aber dieses erste Lied. Oh, glaub nicht. Das ist ein unglaublich gutes Stück. Das Türenrätsel. Wie war das nochmal? War es diese? Diese? Diese Tür? Warte mal, jetzt kann man hier erstmal durch, oder? Hier die Schätze holen. Flügel. Das ist auch eine bessere, das ist auch eine sehr gute Musik. Unglaublich. Also das Fazit ist bisher drei gute Musikstücke und ein furchtbares. Und ich habe eine Ratte besiegt. Ja, immer noch 1000 EP fürs nächste Level. Und der Hund levelt sich weiter auf. Die Tür ist zu. Wie öffnet man die nochmal? Ich meine, diese hohen Töne hat zwar jedes Lied von diesen Hintergrundstücken, aber irgendwie ist die hier nicht so penetrant wie in den anderen Stücken. Es sind immer nur kurze Stücke. Und nicht der ganze fucking Song. Und diese blöden Schleims gehen mir so auf den Sack. In jedem Rollenspiel sind Schleims solche Gegner, die total einfach zu besiegen sind, hier nicht. Hier sind Schleims einfach nur ekelhaft. Hier müssen wir rüber sprinten, weil das ist alles morsch. Also los! Komm schon, lauf, lauf, lauf. Okay, geschafft. Laufen wir hier lang. Nein, hier sind nur Ratten. Thank you.
Eine Tür. Das sieht aus wie ein Durchgang, aber ich traue dem Part nicht. Wir gehen erst woanders lang. Diese Tür geht gar nicht auf. Auch gut. Vielleicht müssen wir doch hier lang. Oh nein! Diese Gegner sind so... Eigentlich sind hier alle Gegner asozial. Außer die Ratten, weil die einen nicht angreifen. Ich erinnere mich, wenn wir da jetzt durchgehen, dann geht die Tür wieder zu. Hinter uns. Oder? Ja. Man muss jetzt hier alle Schalter betätigen. Und dann geht sie wieder auf. Vielleicht. Ich glaube, vorher müssen wir noch einen Boss besiegen. Oder? Also vom Umfang her ist dieser Dungeon echt gut. Also der ist wirklich... Der Dungeon ist lang, gut und schwer und... Es ist alles gut. Diese Schleims geben 150 Erfahrungspunkte. What? Die Ratten geben 30. Was? Die Ratten geben mehr EP als die Magier. Wie satanistisch. Obwohl satanistisch. Ich meine, sadistisch. Meine Deutsch ist nicht gut. Hier können wir jetzt durch. Doch was bringt uns das? Wir kommen nur genau hier wieder raus. Und was ist hier? Ein Aufzug. Haben wir jetzt das Rätsel des Raumes gelöst und können es in den letzten Raum reingehen? Ich sehe bei diesem Tempel nicht durch. Tut mir leid. Ja, können wir, oder? Ja, können wir. Aber zuerst gehen wir speichern. Wie war das noch gleich? So? Nein, das war zu weit. Okay. Ich wollte euch zeigen, dass man auch ohne Brücke da lang gehen kann. Glaubt mir bitte. Aber wir werden diese Formel eh nie wieder brauchen, von daher. Benutzen wir die Alchemie, um uns den Weg zu zeigen. Benutzen wir... Machen wir die Magnetprobe. Ach ja, diese Musik ist furchtbar. Warte mal, braucht man für den Säureregen nicht dreimal Wasser? Ach ja, scheiße. Das Gute am Säureregen ist aber, dass die Animation so unendlich lange dauert und dadurch der Gegner sehr lange stillsteht. Das ist der einzige Vorteil. Und wieder die schöne Musik. Es ist fast so, als hätten es die Entwickler selbst gemerkt, dass dieses Lied scheiße ist. Aber sie wollten es den Komponisten nicht sagen und haben deshalb den Song nur im ersten Raum des Tempels spielen lassen. Armer Jeremy. Wie viel EP geben die Viecher? Nein. 4450 brauchen wir noch. Jetzt, nachdem wir den besiegt haben, brauchen wir noch wie viel. Kann dieses Viech auch mal sterben? Siebzig ist okay. Aber die Schleims geben eindeutig mehr. Eindeutig mehr. 150 immer noch. Was macht der Schalter hier? Eine Brücke. Yeah.
verspüre ein leichtes Hungergefühl. Ich denke, ich werde bald etwas Nahrung zu mir nehmen. Bald. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Parts zu lang sind. Ich meine, 25 Minuten bis zu einer halben Stunde ist ja ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Leute abschreckt. Denn ich möchte ja schließlich berühmt werden und Millionen von Euros mit meinem Kanal verdienen, ja. Ich meine, wenn sich die Chance ergeben würde, dass man YouTube hauptberuflich macht, naja. Ob ich es machen würde, weiß ich echt nicht. Wenn man mit der Sache wenn man Spiele spielen muss und aufnehmen muss, um Geld zu verdienen, geht dann da nicht irgendwann der Spaß verloren? Außerdem ist die Spieleindustrie so furchtbar. Es kommen so viele Scheißspiele raus. Aber um halt relevant zu bleiben, muss man die halt spielen, weil die halt aktuell sind und Leute sehen wollen. Sowas wie Minecraft oder was auch immer. Ich sag damit nicht, dass Minecraft schlecht ist. Ich liebe Minecraft. Ich hätte es sogar gespielt. Hätten die Leute nicht mit so einer unglaublichen Mehrheit für Stardew Valley abgestimmt, hätte ich sogar Minecraft gespielt. Aber nicht PvP, sondern im Survival-Modus. Ganz klassisch. Singleplayer. Aber durch die Zweidrittelmehrheit für Stardew Valley ist es halt besiegelt, dass wir Stardew Valley spielen. Ich hoffe, die beiden Leute, die abgestimmt haben, sind darüber glücklich. Und die eine Person, die Minecraft sehen wollte, ist nicht traurig. Nein. Vielleicht kommt irgendwann doch mal Minecraft, wer weiß. Ich schließe es nicht, also mein Hauptfokus ist jetzt erstmal Stardew Valley. Genau, Stardew Valley. Mountain Dew Valley. Ich könnte den ganzen Tag diese Schleims besiegen, weil die einfach so viel EP geben. Das ist unglaublich, ja. Braucht der Hund noch? Wie viele? 137. Es ist unglaublich. Aber wahr. Was ist denn da unten? Was ist hier? Was ist überall? Wir müssen alles erkunden. Alles. Laufen wir zuerst hier hin. Von hier kamen wir, glaube ich, oder? Nein. Nein, nein, nein. Diese Scheißviecher, ey, ich bringe es um. Wenn ich bestimmte Gegner aus dem Spiel entfernen könnte, wären das diese komischen Flippo-Frösche aus dem Sumpf und diese komischen Viecher hier. Ich würde dieses Spiel mit diesen beiden Gegnern. Gibt es noch irgendwelche Feinde, die nervig sind? Oh ja, ich erinnere mich. Es sind wir in jedem Akt, also dieses Spiel hat 4 Kapitel. Wir sind in Kapitel 2. Es gibt in jedem Kapitel einen Gegner, den ich extrem nervig finde. In Kapitel 1 waren es die Frösche, hier sind es diese komischen Satire-Viecher. In Kapitel 3 ist es Spoiler-Gefahr. Und in Kapitel 4 ist es halt auch Spoiler-Gefahr. Aber glaub mir, ihr werdet es an meinen Äußerungen schon merken, welche Feinde ich hasse und welche ich mag. War hier nicht irgendwo ein Geheimgang? Ich glaube nicht. Du spinnst. Okay. Das ist übrigens schon der letzte Raum. Also, wenn wir diesen Raum hier lösen oder vollenden, können wir schon zum Endboss. Ja. Also ich sag's nur, wir können dann schon zum Endboss. Oder ist das da oben schon der Endboss? Nein, nee. Oder? Ist das da oben schon der Endboss? Ich weiß es echt nicht mehr.
Ich gehe da jetzt rein und wenn das der Endboss ist, dann mache ich einen Cut. Das sieht nach Endboss aus. Nee, das ist nur ein blöder Magier mit 500.000 Kraftpunkten. Also nicht so viele, aber es sind genug. Das ist der billigste Bosskampf, den es überhaupt gibt. Und jetzt stirb. Oh nein, der Hund ist verseucht. Scheiße. Ja, die Schweinekappe. Ich hab nicht mehr Elixier. Geil. Ich bin auch verseucht. Oh. Das ist ganz toll. Verseucht ist quasi dasselbe wie Vergiftung. Aber Verseuchung hält für immer an. Vergiftung lässt ja nach einer Weile nach. Verseuchung nicht. Das heißt, wir sind verseucht. Und es wäre besser, wenn dieses Ding sterben würde. Das kann doch nicht so schwer sein. Kannst du bitte sterben? Ist das die Rache dafür, dass ich gesagt habe, Ratten haben mehr EP als kriegen mehr EP? Achso, da ist es. Oh, das ist neu. Das wusste ich hier nicht. Das ist neu. Wir haben einen Bronzespeer. Jetzt die Frage, wird Nico diesen Speer aufleveln oder wird er ihn nie wirklich benutzen? Ich würde ihn gern aufleveln, aber ich wüsste nicht wo. Vielleicht hier im Tempel, aber mit der Musik? Sorry. Und ich bin außerdem verseucht, also kann ich das nicht. Deswegen würde ich so schnell wie möglich hier raus wollen. Ja, so schnell wie möglich hier raus wollen. Und vorerst das Schwert benutzen. Obwohl, wir gucken mal. Elixier? Nein, Elfenstaub. Haben wir überhaupt schon den Knopf gedrückt, den wir da drücken müssen? Gab es denn hier auch einen Knopf, den man drücken muss? Ich will nichts verpassen. Ich will nicht wieder rein. Ich möchte hier raus. Dann nie wieder hierher. Boah, diese Verseuchung ist aber auch echt nicht zu scherzen. Hätte ich mal die Formel. Ja, ist gut. Hätte ich mal die Formel behalten, die Vergiftung heilt. Naja. Was soll's? Müssen wir halt sterben. Lauf einfach weg. Geh dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Nach links, nach unten. Dann über die Brücke, die es nicht mehr gibt. Nein! Hund, komm her. Wo ist der Scheißköter? Hä? Ist der Hund irgendwie Jesus oder so? Oh nein, wie... Ah, genau, er nimmt den Speer. Obwohl er nicht mal Level 3 hat, aber egal, er wirft ihn trotzdem. Weil Logik ist doch egal. Scheiß auf Logik. Dann gehen wir mal hier rüber. Und verschwinden aus diesem gottverlassenen Ort. Oh, geht mit Gott, aber geht. Ich erinnere mich, warum ich diesen Tempel hasse. Ich glaube, ich war hier immer verseucht. Immer. Schnell raus hier. Ah, genau, man braucht den Speer, um diesen Schalter zu betätigen. Richtig. Und unser Hund ist fast tot. Schnell heil dich. Wenn ich jetzt meinen Spielstand hier speichere, bleibe ich dann verseucht oder? Das ist eine gute Frage, Nico. Das weiß ich nicht. Okay, trotzdem danke. Oh, dieses Vieh schon wieder. Schon wieder.
Wir sind immer noch verseucht, okay. Dann müssen wir wohl zurück zu Hector Lector. Denn so werde ich ganz sicher nicht in den Bosskampf gehen. Ich bin noch nicht lebensmüde, danke. Aber ich würde einfach sagen, ich mache das offscreen. Ich gehe offscreen, ich mache jetzt hier den Part zu Ende. Gehe dann offscreen zu Dings zurück, um mich zu heilen. Und dann mache ich den Part wieder an, wenn ich wieder hier bin. Das ist der Plan. So mache ich das. Bis dann. Tschüss.